100 Gäste aus Wirtschaft und Politik erwartet Wedel und Projektleiter Jörg Amelung an zwei Tagen zu Wedels größter Veranstaltung für Networker und Unternehmen. Leitthema ist die Entwicklung der Games- und App-Branche in Hamburg. Die Veranstaltung soll Aufmerksamkeit auf den Wirtschaftsstandort Wedel und den Businesspark Elbufer lenken. Auf dieser Fläche soll nach unseren Vorstellungen eine der innovativsten und schönsten Gewerbestandorte in der gesamten Hamburger Region entstehen. Ja, Wedel at Business ist die größte Wirtschafts- und Network-Veranstaltung, die Wedel jemals organisiert hat. Wir haben ein buntes Programm. Im Mittelpunkt steht das Thema Games und Apps, die Branche aus Hamburg, die sozusagen für uns ja eine gewisse Strahlkraft hat. Dann gibt es eine interessante Podiumsdiskussion zu diesen, sagen wir, wirtschaftlichen politischen Auswirkungen dieser ganzen Entwicklung. Ein Impulsreferat, was sicherlich auch sehr interessant ist, und natürlich ein Get-Together. Wir rechnen mit etwa 500 Gästen aus Wirtschaft und Politik, so aus der gesamten Hamburger Region. Und ich denke mal, es ist eine einzigartige Möglichkeit, in angenehmer Atmosphäre Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu pflegen, aber sich auch über wirtschaftliche und politische Entwicklungen in der Region zu informieren. Aus meiner Sicht für Unternehmer und Politik, und das meine ich durchaus positiv, eine Art Pflichtveranstaltung. Also wir haben keine Festlegung getroffen, um welche Branchen es dort gehen soll. Wichtig ist, dass wir einen Technologie- und Innovations- und Dienstleistungsstandort entwickeln auf diesem Gelände, aber wie gesagt, keine Festlegung auf Branchen. Ja, wir haben dieses Key Visual Sahnestück entwickeln lassen mit Hilfe einer Agentur, weil wir diese 18 Hektar liegen direkt am Elbhochufer mit einem wunderschönen Blick über die Elbe bis hin nach Hamburg. Also aus unserer Sicht einer der schönsten und traumhaftesten Gewerbeareale in der gesamten Region. Ja, wir hoffen, dass wir im Spätherbst nächsten Jahres mit den ersten Bauten beginnen können. Nein, wir wissen es noch nicht definitiv, wir sind aber in weitestgehenden Verhandlungen mit Investoren und ein Projekt ist ja auch schon durch die Medien gegangen, die sogenannten Elbkristalle, und ich hoffe, dass wir mit diesem Projekt dann im Spätherbst beginnen können. Ja, trotz der Verzögerung im B-Plan-Verfahren und der eigentlich jetzt erst anlaufenden Vermarktung sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Interesse der ansiedlungswilligen Unternehmen. Ja, Wedel kann alles aus einer Hand bieten. In Wedel gibt es kurze Wege zu den Entscheidern. Wir haben eine schlanke Verwaltungshierarchie und damit sehr kurze Reaktionszeiten. Zudem ist Wedel eine wunderschöne Stadt, die alles bietet. Man kann hier shoppen, hat Kultur, hat Erholung, alles direkt vor der Tür. Wir haben sämtliche Schularten hier bei uns in Wedel. Also Wedel ist einfach klasse. Grundsätzlich ist die Anbindung aus unserer Sicht an das Busnetz, an S-Bahn-Netz oder auch für Auto eigentlich gut. Und auch, sagen wir, der Hamburger Flughafen, der Hamburger Hafen, alles ist dicht, Autobahnen sind dicht erreichbar oder schnell erreichbar. Wir werden sicherlich, wenn sich das Gelände füllt, noch ein bisschen nachbessern können und auch wollen. So werden wir zum Beispiel im nächsten Jahr den Verkehrsknotenpunkt B431 Ecke Industriestraße vergrößern, sodass die Erreichbarkeit mit Auto noch besser ist. Und wir denken auch darüber nach, die Anbindung an den ÖPNV noch deutlich zu verstärken. Ja, das Ganze, man kann es im Masterplan auch sehen, wird mit vielen, vielen Grünflächen, Grünzügen versehen sein. Zur Elbe hin wird es eine Art Balkon geben, sodass man auf die Elbe hinausschauen kann. Und natürlich wird auch die Elbe fußläufig erreichbar sein, sodass man auch von einem hohen Freizeitwert auf dem Gelände ausgehen kann. Besucher können die hervorragende Möglichkeit nutzen, in angenehmer Atmosphäre Kontakte zu pflegen bzw. zu knüpfen und sich andererseits über interessante Entwicklungen der Wirtschaft in der Region zu informieren und auszutauschen.